Kaffee. Ja. Schau, Gitti, unser erster Kunde. Ja, aber ein bisschen sehr früh. Früh? 5:35 ist. Die Frau Ciani hat schon immer vor 5:30 aufgemacht. Aber die Frau Schiemek sperrt erst um 3:15 auf. Ja. Die ist nämlich kein Nachtwächter. So, wir haben schon offen, Frau Kaiser. Schon ist gut. Geht, Matsch, ganz nett, kommen Sie lieber rein. Naja, komm, komm, Wasserle, komm, Poppele. So. Poppele. Na, aber was steht's gefunden, Frau Kaiser? Bis jetzt noch nichts. Entweder lauter Nackerte, Autos oder Yachten. Viel zu wenig Handarbeitshefte dabei. Würden Sie leicht handarbeiten? Nein, ich könnte aber, wenn Sie interessante Hefte dafür hätten. Wenn Sie nachmittags wieder kommen, sind Sie bestimmt da, Frau Kaiser. Na, wer es glaubt, wird selig. Naja, es gibt ja auch noch andere Trafiken, ne? Ist gut, Frau Kaiser, wie geht's denn? Ein Saftladen ist das, das kann ich Ihnen sagen. Ein Saftladen. Ach so? Ja, grüß dich, Gneisse, wie geht's denn? Ein schöner Tag heute, was? Ein Kaiserwetter. Trüb und grau wie die Frau Kaiser. Na? Lieber Kollege, was sagen Sie? Hm? Seit unsere Frau Schiemek die Trafik führt, lauter zufriedene Kunden. Sie hat doch schon ein paar neue Artikel eingeführt, die Frau Schiemek. Nur, Sie, lieber Kollege, Sie habe ich noch nie da drinnen gesehen. Warum gehen Sie nicht hinein? Haben Sie vielleicht mit dem Rauchen aufgehört? Als Kneißer sind Sie doch nicht so kleinlich. Also, wer der Frau Schiemek die Trafik verschafft hat, ist doch wurscht. Ah, man muss ja noch in die Bäckerei. Ja. So. Frau Kaiser. Aber die Bäckerei ist da hinten, Frau Kaiser. Wir sind doch beide Bezirksräte, das ist doch wurscht, ne? Ich bin halt am längeren Hebel gesessen, hab's ich gemacht. Danke, Herr Bezirksräte. Bitte schön, gerne, 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 gerne geschehen. Also. Geh, was, die gehen mit dem Frauli, komm. Auf die Seite. Ja, geh, da, hier. Geh auch nach Hause. Ja. 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 Hören Sie was von unseren Kindern? Ja, ich auch wenig. Undankbarkeit, wo man hinschaut. Ja, Hauptsache, wir haben denen die Wohnung verschafft, nicht? Ich meine, besser gesagt, unsere Frauen. Tja, es steht schon in der Bibel, du sollst Vater und Mutter verlassen. Ich weiß, lieber Kollege, dass Ihnen die Bibel wurscht ist, aber etwas Ähnliches wird es ja auch bei Karl Marx geben, nicht? Oder? Oder ist Ihnen die auch wurscht? Na, den hat man halt nicht mehr. Was? Zumindest die Arbeiterzeitung, die haben es eingestellt. Ja, na, wir sehen uns dann morgen bei der Bezirkssitzung. Auf Wiedersehen. Depp, Penetranter. Ja, ist er was? Ja, ja, Frau Schüttel. Grüß Gott, Herr Gulanjak. Ja. Frau Schüttel, hätten Sie eine Sekunde oder eine Minute ja. Zeit für mich? Weil ich Sie gerade sehe, wissen Sie, wo schon immer mein Wunschtraum war? Nein, Gulanjak. Ja, schauen Sie, ich sage das nur, weil ich Sie hier so ganz freizeitlich treffe. Es ist unten an der alten Donau schon jahrelang... ein Hitterl frei mit einem kleinen Platzl und ich habe mich darum beworben. Aber ich habe nie eine Antwort gekriegt. Und nachdem eigentlich nie jemand da unten ist, bis auf einen von den Gärtnern, die da groß waren, haben wir gedacht, das wird immer noch frei sein. Glauben Sie, dass Sie sich da für mich erkundigen könnten? Das war eine Freude für meinen Bezirksrat. Für welchen Bezirksrat? Für den da. Das ist keine Verunglimpfung gegen Ihren Mann. Ganz im Gegenteil. Den Hund mag ich nämlich. Wissen Sie, glauben Sie, dass das was machen können? Ich wollte schon längst jemand anderen darum fragen, aber da habe ich mir Angst gehabt, dass der dann selber auf den Garten spitzt. Sie haben ja schon einen so schönen. Ist kein Problem. Ich werde mich bemühen, Herr Gulanjak. Wirklich? Ja, sicher. Ja, fein. Bitte. Gut. Grüß Gott. Also, ich watsche das auch schon. Also, der Bursche Leitner hat übrigens einen ganz weichen Kern. Man muss sich nur ein bisschen an der Schale kratzen.
ich weiß es, ich meine, es geht mir ja nichts an. Nicht? Ich sage nur, man sollte das Leben genießen. Tut's einmal lang nur. Ich könnte mir ja nur hinten hineinbeißen, dass ich so wenig genossen habe. Na, jetzt bin ich halt am Hund gekommen. Auch nicht schlecht, nicht? Komm, komm, bitte. Und darf ich mich verlassen, dass Sie das für mich tun? Sicher. Ja, wirklich? Ganz sicher. Dankeschön. Komm, bis gesagt, wir können uns auf die Schüttel verlassen. Das wird was werden. Dann haben wir einen schönen Garten. Spült nicht auf der Gossen, aber tali, verschwindet, aber geschwind, aber zack, ja? Und Sie passen es auf innere Blade Blunzen auf. Das Unschick wird gleich das Hacksal heben und die Bank abrunzen. Und du lässt dann nicht auf der Nasnummer dumm tanzen. Wer ist denn da die Hausmeisterin, Herrst? Ah, ja, kümmern Sie nur um innere Sachen. Und lassen Sie den Bezirksrat in Ruhe, aber wenn der Pest wie Pest drin. Na, gegen uns. Der ist doch froh, wenn er lebt bei der Fetten, gell? Und Sie, Sie sagen nicht Hallo zu mir, ja? Also bitte, bitte tut's nicht streiten, das macht mich ganz nervös. Ja, wer streiten? Und ich kann Hallo sagen, so wie ich will. Und überhaupt zu Ihnen, weil ich wohne da. Und Sie nicht. Hausfremde brauchen wir hier nicht. Komm, Bezirksrat, gehen wir. Blade Blunzen, sagt ihr zu dir. Ja, bitte, bitte, siehst du das? Jetzt hast du am krantig gemacht, ne? Auch schon was. Du, was gehörst denn da? Sie sehen alles relativ sauber. Ja, muss ich ja. Ich bin ja noch in der Probezeit, nicht? Und bitte in der Hausbesorgerverordnung, da steht... Da steht viel drin. Wer kehrt denn in der Friedenhof? So was macht man am Abend, damit dann die Leute sehen, wenn sie von der Arbeit heimkommen und sich sagen, so, eine fleißige Hausmeisterin haben wir. So macht man das, verstehst? Weißt was? Ich tät dich bitten, dass du mich mit deinen guten Ratschlägen verschonst, ja? Weil die Arbeit da, die möchte ich nämlich behalten. Verstehst du mich? Hm? Na gut, gehe ich halt wieder. Aber wirst schon sehen, was du davon hast. Am Schädel scheißen werden sie da alle. Wenn es soweit ist, bitte ich dich um ein Klopapier, ja? Und jetzt gehe ich weiter kommentarlos. Vierte. Gehen Sie halt gar nicht in die Arbeit, Feinlena? Nein, ich habe mir Zeit ausgegeben. Wie lange werden Sie wegbleiben? Na ja, so 3-4 Stunden, was? Ist ein Recht? Muss sein Recht, wenn ich möchte. Papa! Papa! Viert euch! Komm mit jetzt raus! Komm mit jetzt raus! Franzi, Kudernack und Bezirksrat jetzt davon! Inspektion? Na, ihr zwei werdet das gerade fett machen. Was tut's denn inspizieren? Nix, wir gehen auf einen Riesenschnitzel zum Platzlwirt und dann gehen wir zu den ehemaligen Schiffsmühlen. Weil der Franzi als mein Mitgustus im Grätzlmuseum muss ja schließlich wissen, wo der einmal waren. Mühlen auf Donau, schwimmen! Ja, ja. Was heißt denn da schwimmen? Wo soll denn da was geschwommen sein? Auf der Donau. Darum heißt ja die Straße da draußen Schiffmühlenstraße. Alles die Donau. Also wann soll denn das gewesen sein? Na ja, vor 120 Jahren ungefähr so. 200 Jahre waren sie da und in die 70er Jahren, im vorigen Jahrhundert, sind sie abgerissen worden, weil die Donau reguliert worden ist und die alte Donau keine Strömung mehr gehabt hat. Das wissen Sie alles, Hans? Das ist so arg. Und wo soll sich das angespielt haben? Ja, da, überall, da. Vis-à-vis von jetzigen Gänsehäufe, da, wo wir stehen, und am Schütterplatz, dort, wo unsere Kirche steht. Das war alles die Donau, müssen Sie sich noch vorstellen. Donau, früher viel Wasser, viel nasser, Kaisermühl. Sagen Sie einmal, und das interessiert Sie? Wo es jetzt gar kein Wasser mehr gibt. Aber es war einmal. Und das musste an Kaiser Mühner interessieren. Ach so. Naja, mir ist das wurscht. Ich bin aus Favoriten. Naja, wer den Franz an mich interessiert, weil ich muss in den nächsten Tagen einmal einen Vortrag darüber halten, wenn ich mein Museum öffne. Als Grätzl-Historiker. Historiker? Ja. Immer dicker, Schnitzel essen. Ja. Historiker. Da soll ja mal alles voller Wasser gewesen sein. Da war nie ein Wasser. Die halten mich ja für deppert.
Sie können schon kommen, Sie sind schon fort. Ist nicht das so, ich hab Sie ja eh gesehen. Bitte, ich wollte es Ihnen nur sagen. Was machst denn du schon wieder in unserem Bau? Na ja, eh schon wissen. Beim Tilo seiner Schwester einranzen. Alte Goschen, ich ranz mir nirgends eine. Das hab ich nicht notwendig. Bin ja nicht du. Ein jeder kann eben keine Schönheit sein, gell? Wann hast du denn das letzte Mal in den Spiegel geschaut, Bursche? Gegen die Ungustel bin ich der David Hasselhoff. Du Viech, du Schierches. Und der Frau Schaltl. Hältst du die Goschen, gell? Ja klar. Solange das du hältst, halt es auch. So, brav. Jetzt geht braten. Aber nicht stecken bleiben. Was schauen Sie so? Hab ich irgendwas an mir? Ja. Das Heldentum. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich an die zwei Gold denken, die es den Schotten gemacht haben. Eins ins kurze Eck und den Freistoß direkt ins Kreuz. Was das wissen Sie, ne? Das werde ich nie vergessen. Da sind Sie aber die Einzige. Ja, alle anderen in Kaisermühlen können sich da überhaupt nicht mehr erinnern. Gut, ist eh wurscht. Wer sind denn das schon? Noch ein Batzl. Wenn ich Ihnen recht schön bitten würde, hätten Sie mir ein Autogramm geben. Sowieso? Ja. Bitte. So. Umdrehen. 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 Bücken. Soll ja schön werden. So. So. Bitte. Aber in Ehren halten, gell? Nicht mit der Hand. Nein, nichts. Bitte nicht, René. Warum denn nicht? Der gute Herr hat dafür versprochen, dass er mindestens 3 Stunden mit dem Franzi fortbleibt. Lena. Und dann magst du mich nicht? Oh ja, ich mag dich schon, aber... Dann sei doch nicht so. Ich bin schon so narrisch auf dich. Was hast du? Willst du nicht oder kannst du nicht? Ich war noch nie mit einem Mann, du wärst der Erste. Wie bitte? Ja, hast du schon richtig gehört. Aber Lena, das darf doch nicht wahr sein. Und hätte ich denn was mit einem Mann haben sollen? Der Franzi, der ist doch immer um mich. Ich bin ja nie allein gewesen. Keinen Schritt hätte ich ohne den Buben tun können. Verstehe, aber jetzt ist er fort. Mindestens 3 Stunden. Jetzt ist doch alles leib und Lena. Du willst doch nicht dein Leben verhauen, weil du einen Bruder hast, der ein bisschen einen Gleischer hat. Ich hab dich da gern, Herst. Ich würde doch nicht zum Drüberstrahlen irgendein Schnallen aus der Disco oder wo. Ich mein's ernst. Ich geh doch hackeln für dich und alles. Und Kartentippeln tue ich auch nicht mehr. Und überhaupt tue ich eh nichts mehr, wie Tag und Tag an dich denken. Aber wenn? Da muss fürs Leben sein. Sehr klar. Abenteuer bin ich keins, für dich nicht und für niemanden. Eh nicht. Hilfst du mir ein bisschen? Muss da anziehen, pass auf, ist schwer. Ausziehen tue ich mich lieber selber. Sowieso. Und du wartest draußen und kommst in 5 Minuten nach. Ja, Moment bitte. Moment. Grüß Gott. Das ist für dich. Das ist irgendeiner, der in deiner Sprache und in Englisch redet. Mr. O'Conquo hat er gesagt. Entschuldigung. Ja. Bitte. Das habe ich? Ja. In einem Fahrzeug. So eins? Ja. Locker. Ja, bitte schön. Macht nichts. Nein. Bitte. Du, ich hätte eigentlich alles. Ja. Was soll ich bitte? 41, bitte. Haben Sie einen Schilling? Jawohl, habe ich. Danke. Und 10. Danke, Thomas. Wiederschauen. Grüß Sie. Stell dir vor, bitte. Ich habe wieder einen Posten. Bitte? Ja, ich habe wieder Arbeit. Eben hat mich unser neuer Unido-Delegierter Giovanni Fadi angerufen und hat gefragt, ob ich wieder für meine Heimat arbeiten möchte. Stell dir vor, the Chief persönlich. Na und? Der hat auch nur ein Loch im Hintern. Will er dir als Chauffeur? Ja. Ja, und bitte, wer steht dann mit mir im Geschäft? Ich würde dir in meine Freizeit helfen. Josephus,
Die Trafik ist doch kein Hobbygeschäft. Nein, Josephus, der soll sich wem anderen suchen oder selber fahren. Du musst mir doch da helfen. Grüß Gott, bitteschön. War ich sehr botschert? Was? Bist die heißeste Nummer, die. Entschuldigung. Du bist der Wahnsinn, wollte ich sagen. Kannst du ruhig die Wahrheit sagen? Aslina, wenn bei sowas ein Gefühl, ein Herz, meine Seele, wie man so schön sagt, dabei ist, dann ist das immer ein Wahnsinn. Wenn du da ein bisschen schüchtern bist, das geht vorbei, wirst du sehen. Das Einzige, was du brauchst, ist Routine. Öfter machen wir es, was halt jetzt. Ich rede schon wieder zu viel. Ja, ich weiß eh. Ich bin halt da irgendwie ein Trottel. Aber das geht auch vorbei. Wirst du sehen. Man kann doch darüber reden. Und für die Trafik kannst du dir doch jemanden anderen nehmen. Und wen? Die Kaiser vielleicht? In mein Geschäft kommt mir kein Fremder. Und die Ines? Die Ines ist mein Kind, aber unzuverlässig. Außerdem hat's doch eher Arbeit. Josephus, ich brauche dich in der Trafik. Warum willst du jetzt auf einmal fort? Ich will doch nicht fort. Ja, was dann? Wir wollen nicht streiten, sondern reden. Wenn du mich hängen lässt, dann brauchen wir auch nicht reden. Gute Nacht. 24. Den ganzen Körper durchgesteckt, hoch hin. 27. 28. 29. 30. Zu welcher von den zwei schauen Sie denn? Zu alle zwei. Was grinsen Sie denn? Ein Mann wie ich könnte locker zwei von solchen Hosen zugleich vernaschen. Oder sogar mehrere. Den tun die Männer immer groß. Aber wenn es drauf ankommt, tote Hosen. Ich nicht. Nicht für Burschi. Wollen wir es drauf ankommen lassen? Wir sicher nicht. Hab ich mir eh gedacht. Genau. Also reden wir mal über was anderes. Zum Beispiel übers Kicken. Hm? Über was? Über was? Tut mir leid, Entschuldigung. Macht ja nichts, ja. Über was wollen Sie reden? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Kicken, Fußball. Die Austria hat doch schon wieder unentschieden gespielt. Na ja, klar, habe ich doch vorher gesagt. Das sind doch 10 müde Brüder und ein halber der Kicker. Aber der steht im Bullen, kann keine machen. Und die Rapid? Glauben Sie, dass die gewinnen in Salzburg? Ah, nee, die Rapid. Ein Wahnsinn, die Rapid hat's gesagt. Na, die sind ja, dürfen? Ja. Na, die sind 11 Hanseln, die planlos herumrennen. Die haben nicht einmal einen Sponsor fürs Leiberl mehr. Aber das packe ich überhaupt nicht. Jetzt kann ich mich mit ihnen über Fußball unterhalten. Machen Sie das für mich? Eher für die Allgemeinbildung. Ja, wenn ich dort dazugehöre, ist es mir auch recht. Machen wir weiter? Ja. Oberarm, Brustmuskulatur. Also, Arme fest nach oben, fest nach oben. Das Telefon klingelt, merken Sie das nicht? Ja, dafür hat sie auch Glocken. Die wollen nur kontrollieren, ob ich da bin. Bei jedem Wetter, bei jeder Situation muss ich da sein. Das ist eine reine Schikane. Oder glauben Sie, dass bei der Temperatur jemand ins Wasser geht? Außerdem bleibt schon seit 2,5 Stunden ununterbrochen. Wenn irgendwer was will von mir, soll er herkommen. So, und seit, das muss da spannen, da muss es. Das ist kitzlich, was? Das muss hier spannen. So, seitlich und ab. Hören Sie? Hat schon aufgehört. Stimmt. Selbsterledigung. Na, wissen Sie, was der Krebs ist bei den Wiener Spitzenvereinen? Dass lauter Gescherde spielen. Also früher hat bei den Wiener Vereinen nur Wiener gespielt und ab und zu vielleicht einmal ein Gescherder oder ein Ausländer. Da war man noch loyal zu Wien. Aber heute. Und was ist ein Gescherter? Geschorener. Also früher die Leute am Land waren alle kurz geschoren. Also kurz geschnitten, geschoren, darum heißen die Provinzler alle Gescherde. Oder Furchenscheißer kommt man auch sein, aber die sind ja sicher zu ordinär. Wissen Sie was? Ich konnte Ihnen auch super Wienerisch beibringen. Und Sie werden dafür lockerer und hören auf, dauernd an Ihren Mann zu denken. Probieren wir gleich mal. Pass auf. Sagen Sie mal, Zwirnknödel. 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 Ah, das müssen wir noch üben. Oder, nein, was Leichteres. Sagen Sie, hauen wir uns auf ein Packel. Hauen wir uns auf ein Packel. Hauen wir uns auf ein Packel, ja, so ähnlich. Irgendwas will verhindern, dass wir zwei uns näher kommen. Zuerst die Kaiser, dann der Kudernack. Hey! Und jetzt der Anzwicker, der General.
Warum gehst du nicht zum Telefon, Kruzifix? Weil sie dir lieber mit Leid unterhalten, anstatt das aufpassen. Ich pass eh auf. Holzauge ist wachsam. An Schmorn! Vor einer Stunde ist ein Betrunkener untergegangen. Und zwei Bootsfahrer haben ihn retten müssen. War er angezogen? Was? Wer? Na, der Betrunkene. Na ja, warum? Na, dann war es kein Badender, weil sonst hätte ich es gemerkt. Und außerdem lebt er eh noch, also. Alles Paletti. Nix ist Paletti, Herr Leitner. Was ist denn? Warum regen Sie ihn so auf? Haben Sie irgendwelche Probleme oder was? Und warum schreien Sie so? Vor allem vor einer Dame schreien Sie mich nicht an. Ah, da kommt eh der Bezirksrat Gnässer. Der wird Ihnen jetzt schon sagen, was los ist. Schließlich hat er schon einmal die Hand für Sie ins Feuer gelegt. Fehlt mir noch. Was ist? Bitte heißt das. Tag. Was haben wir da gehört? Tag, Herr Gnässer. Wie geht's? Hat die Furcht. Herr Leitner, Ihr Chef da hat mich verständigt. Herr Leitner, ich habe Ihnen einmal geholfen, ja. Und jetzt haben Sie mir sehr geholfen. Trotzdem werden Sie gekündigt. Tut mir leid. Sind Sie froh, dass nicht mehr passiert ist? Weil sonst war jetzt an meiner Stelle die Polizei da. Wiederschauen. Kommen Sie, gehen wir. Mehr können wir da im Moment nicht tun. Wieso hab ich ihm geholfen? Beinahe ertrinkt ein Betrunkener, während Frau eines ÖVP-Bezirksrates mit Bademeister flirtet. Das ist ungefähr die Schlagzeile, an die er denkt. Ach so. Und damit ist mein Mann weg vom Fenster. Und ich kann künftig alleine trainieren. Sie müssen was für mich tun. Kennt Sie nicht irgendein weibliches Wesen, das sich für Sie interessiert und von uns ablenkt? Ein Haufen. So? Naja, also, und mit welcher geht's am schnellsten? Also am besten wäre eine von Ihrem Bau, damit es alle sehen, hm? Naja, von meinem Bau habe ich die interessantesten schon durch. Außerdem, im Moment interessiert mich überhaupt keine, mit einer Ausnahme, wenn ich das so sagen darf. Und die neue Hausmeisterin? Die wollte doch ein Autogramm von Ihnen. Was? Die Kozi-Bär? Na Mahlzeit. Das ist keine Küche, eher ein Saustall. Entschuldige, ich hab jetzt zusammengeräumt. Vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich hab keine Zeit gehabt. Wann hast du das letzte Mal Geschirr gewaschen? Vor eine Stunde längst. Längst? Vor Wochen, schäm dich, du Schwendel. Schau mich eh. Was soll ich denn machen? Na, mir helfen. Also, wo ist ein Geschirrspülmittel? Geschirrspülmittel? Ich glaub, sowas hab ich nicht. Ich könnte die Nachbarin fragen, vielleicht hat die eins. Also, geh die Nachbarin fragen und hol ein Geschirrspülmittel. Wir waschen jetzt da erst einmal ab. Ja, können wir das nicht ein bisschen später machen? Ich hab da eh noch ein Zimmer und ich hab geglaubt. Glaub lieber nix, tu was ich sag. Hol ein Geschirrspülmittel und dann brauch ich Geschirrtücher. Hast du Geschirrtücher? Das sind eh welche, aber ich glaub, die sind dreckig. Ich werde die Nachbarin fragen, vielleicht hat die eh welche. Na, servus. Grüß Gott, schöne Frau. Ja? Was? Na was, Wolf? Nix. Was sitzen Sie denn da mitten im Hof, hä? Hat Gänsehäufe heute zu oder haben Sie einen freien Tag? Weder noch. Aber ich bin kein Strandwärter mehr. Ist nicht mehr? Jetzt nicht mehr gefreut. So nicht mehr gefreut. Da sitzen Sie jetzt mitten im Hof und warten auf wen? Ja. Ich weiß noch nicht auf wen. Wenn Sie eh Zeit haben, könnte ich Sie vielleicht auf ein kleines Gabelfrühstück einladen. Ne? Ein paar frische, reiche Semmel und warmen Leberkäse und ein Bier im Eiskasten. Ja, das Mitleid braucht mich keiner einladen. So weit bin ich noch nicht. Ja, eh nicht. Ein Star wie Sie. Und man hat nur gedacht. Denken Sie lieber nicht. Wenn Frauen denken, kommt meistens ein Desaster raus. Selbst bei so hübschen wie Sie. Aber weil Sie sagen, Sie haben einen warmen Leberkäse und ein kaltes Bier. Und frische, reiche Semmeln, hä? Wir könnten ja vielleicht ein bisschen übers Fußball plaudern, hä? Mit den Weibern da im Bau kann man eh nicht über sowas reden. Frau Kaiser? Ja? Ich gehe jetzt zu Frau Kotzib auf ein kleines Gabelfrühstück. Ja, warum sagen Sie denn das mir? Nur damit Sie sich langwierige Ermittlungen ersparen.
Frechheit. Phil, grüß Gott. Rolette. Tag, Herr Leitner. Grüß Gott. Tag. Tag. Wer ist denn das? Die Frau vom ÖVP-Bezirksrat Scholtl. Also, mit der Sie angeblich was haben, hä? Genau die. Eine nette Frau. Nur leider wahnsinnig treu. Aber ist eh wurscht. Sollen Sie halt reden, die Leute. Und jetzt reden Sie bei uns. Mir soll es recht sein, hä? Bitte sehr, Herr Burschi. Danke. Er macht ja nichts. Frau Scholtl, bitte kommen Sie herein. Hat also doch recht gehabt. Danke. Hat nämlich darauf geschworen, dass Sie kommen. Bitte nehmen Sie Platz. Nein, danke. Also ich bleib nur ganz kurz. Ich weiß nicht, jetzt sitzt er auf einmal da und grinst die ganze Zeit. Und sagt nicht, warum. Reden will er darüber nicht, weder mit mir noch mit Ihnen. Ich soll Ihnen nur ausrichten, dass weder Bitten noch Flehen einen Sinn hat. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Hm. Dann sagen Sie ihm, dass es da zwei junge Menschen gibt, die durch das, was er vorhat, sicher nicht glücklicher werden. Und dann fragen Sie ihn, ob ein Sozialdemokrat heutzutage nur aus Intrigen politisches Kapital schlagen kann. Na, was sagst? Hm. Also, wie ich sehe, hat's ja keinen Sinn. Ich habe allerdings auch was auf Lager, Herr Kneißer. Wissen Sie, was ich meine? Nein? Na ja. Vielleicht fällt's Ihnen ja noch ein. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Scholtl. Entschuldigen Sie die Störung, ja? Aber bitte, bitte. Wiedersehen, Herr Kneißer. Was hat die auf Lager? Ja, ist schon gut. Nein, ich bin nicht böse, nur miert. Busen! Nein, ah? die Busen! Ja, ja, Franz, ist schon gut. Na ja, dann kommst du halt, wenn du fertig bist. Also, Papa. Wichtiger Mann, kommt später an. Busen! Ja, ja, Franz, der Josephus ist jetzt ein ganz wichtiger Mann. Ohne ihn könnte die UNO zusperren. Nur ich bin nicht mehr wichtig und die Trafik schon gar nicht. Na ja. Wie geht's denn dir, mein René? Gut, glaube ich. René, nur Schmäh! Nicht fein, nicht fein! Nein, ich nicht mag, nein! Franzi, der tut da doch nichts. Eifersüchtig ist er. Red mal von was anderem. Sag einmal, Lena, was hältst du davon, wenn du bei mir in der Trafik arbeitest? Naja, aber das geht doch nicht. Ich bin doch in der Wäscherei. Ist dort so schön? Nein, das nicht, aber eigentlich bin ich froh, dass ich damals den Posten dort gekriegt habe. Ja, aber bei mir war es doch viel schöner, hm? Und ich brauche jemanden. Nächste Woche kriege ich das Lotto, dann kriege ich neue Zeitungen und so weiter und so weiter. Trafik, großes Glück. Franzi, Trafikant. Der Franzi könnte auch bei uns sein. Ich meine, nicht immer. Na, was sagst du? Also, Gitti, ehrlich gesagt, ich überlege mir's. Aber jetzt gleich kann ich da natürlich gar nichts sagen. Servus, grüß dich. Ja, schon besser. Lange nicht gesehen, gell? Sehr richtig. Wie geht's? Wie steht's? Ha? Danke, gut. Was denn Tocken? Ja. Kommst du von deiner blonden Schnallen? Sag nie wieder was Abfälliges über meine Freundin. Sonst mach ich dir auf, verstehst? Ja, bist deppert worden, was hab ich denn gemacht? Beleidig meine Frau nie mehr, Schäbester, sonst bist du traurig, schwör das. Ich hab da keinen Menschen beleidigt, ich hab rein freundschaftlich gefragt, das war alles. Das wird da zwischen Haveren und drin sein. Ja, dann kannst du sagen, sie sollen sich auch nicht verkühlen und irgendwas über die Lena sagen. Jetzt schleich dich, du Brut. Den hat er aber erwischt. Pass doch auf, du Depp! Schau mein Wasser an, der zittert am ganzen Leib. Notbremsung eingeleitet, Straßenbahn haben Vorfahrt. Fußgänger, aufpassen! Ihr müsst aufpassen, Herr Fraser. Ja, ist denn da nie eine Ruhe, was ist denn jetzt schon wieder? Umgestoßen hat mit der da und die Zuschenfangerten, die gar nicht in unseren Hof kehren. Pass ab, jetzt an! Notbremsung war keine Gefahr, nichts passiert. Hey, aber was passieren können? Und alles wegen dir, du Idiot! Franzi, kein Idiot, Franzi, braver Pupp, gescheit. Ja. Freunde, wenn du steppert bist, dann kriegst du von mir die Gurken. Du fahrst du jetzt ab! Geht's heim? Aus mit euch!
Das ist doch verboten. Nicht wahr? Und wo ist die Hausmeisterin? Na, da, was wollt's denn? Was regen Sie denn mit Gewalt auf, Herrns? Jeden Tag ist ein anderer Wirbel wegen Ihnen. Sie sind eine einzige Aufregung. Das bringt doch nichts. Mir bringt schon was. Und Ihnen auch. Ihnen bringt's nämlich eine Beschwerde an den Hausinspektor, weil Sie nichts tun. Der Bau ist eine einzige Anarchie hier, weil Sie nichts tun. Es ist lebensgefährlich. Nichts gefährlich. Und der Turecek, der wäre das nicht. Die hätte die Zwischenbankerten zusammengestutzt. Stutzt? Franzi, brav. Linie 5, pim, pim. Bitte, wenn Sie keine anderen Leute vertragen, dann gehen Sie ins Altersheim. Oder nehmen Ihnen die vielleicht auch nicht, hä? Ich verlange in Zukunft, dass Sie eingreifen. Bitte, was soll ich tun? Mit der Pumpgun aus dem Fenster schießen, hä? Bum, bum. Fein wohnen wir da. Gewaste, sehr fein. Ach, gib dich mit deiner Protzen. Der ja, da wird man niedergerannt und bedroht und dann auch noch lächerlich gemacht. Und nur weil man auf sein Recht als Mensch besteht. Gewaste, weißt du, unter was für Leute wir da leben? Unter Tschuschen, Negern und Idioten. Nix Idioten. Ja. Und das musst du, armes Hundel, erleben. Gott, das darf ja nicht wahr sein jetzt. Alles, was Gott verboten hat, wohnt in diesem Bau. Es fehlen nur noch Homosexuelle, Rauschgiftsüchtige und Einbrecher. Hm? War was mit dem Franzi? War nix war mit dem Franzi. Der Franzi ist halt ein bisschen als Tramwe im Hof um den Dom gefahren. Na und? Solche Leute können weg. Die haben auf Gottes Erdboden nichts verloren. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Weg. Franzi, nicht weg. Was haben Sie da gesagt, Frau Kaiser? Dass wir nur mehr fast so Gesindel in unserem Haus haben und man seines Lebens nicht mehr sicher ist, gell? Weißt du? Und dass solche Leute weg müssen, das haben Sie doch auch gesagt, oder? Na ja, gut, haben Sie es halt gesagt. Weg? Franzi muss weg? Sie sind also der Meinung, Menschen wie mein Bruder, die gehören einfach weg, wie unter den Nazis. Was wissen denn Sie von den Nazis? Sie in Ihrem Alter, manchmal können Sie wissen. Unter denen war wenigstens Ordnung. Ja, und ein Weltkrieg. Trampe Bläder. Ja, den Krieg, den haben andere gemacht, liebe Frau. Der Churchill und seine Juden. Reden Sie nicht weiter, Frau Kaiser. Sonst zeige ich Sie nämlich an wegen Wiederbetätigung. Und sagen Sie auch nie mehr, dass da irgendwer weggehört. Sonst lernen Sie mich nämlich kennen. Komm, Franzi, wir gehen. Nicht weg, Franzi, da bleiben. Oh, sag dir dauernd. Hören Sie das? Und drohen lasse ich mir nicht von Ihnen, Sie junges Ding. Sagen tue ich, was ich will. Von Ihnen lasse ich mir den Mund nicht verbieten. Passen Sie lieber auf Ihren Bruder auf. Der ist für andere eine Gefahr. Frau Meierhofer, lassen Sie die Alte reden. Machen Sie noch nichts draus. Ich mache mir aber schon was draus. Also gingen Sie. Franzi muss weg. Weg, Franzi. Hören Sie das? Und da soll ich mir nichts draus machen? Komm, Franzi. Franzi, nicht weg. Franzi, da bleiben. Da bleiben, Franzi, nicht weg. Da bleiben. Hoppla. Sehr gut, weißt du. Franzi, weg. Hörst du es? Es geht seit gestern so. Aufstehen will er auch nicht mehr. Schaut vor sich hin und fantasiert, dass er weg muss. Der wird einen Schock haben. Das ist so wie damals, wie er die Jugoslawien hat vernaschen wollen. Franzi muss weg. Idiot, weg. Franzi, vergiss endlich, was diese depperte Frau Kaiser gesagt hat. Jetzt denk nimmer dran und hör endlich auf mit deinem Franzi weg. Muss klar. Sowieso. Idiot. Muss weg. Ist ja Wahnsinn, was man mit so einem depperten Gerede anrichten kann. Du, Lena, ich hab was unternommen. Also ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich weiß auch gar nicht, ob's glaubt, aber die Sabine und der neue Doktor, die kümmern sich drum. Es geht um ein Tagesheim für einen Franzi. Wir sollten sowas zahlen. Das wird schon irgendwie gehen. Wiederschauen. Servus, Gitti. Ich weiß schon, brauchst gar nichts mehr sagen. Musst gleich wieder fahren. Ja, leider. Und dabei wollten wir doch essen gehen. Mhm, haben wir wollen, aber der Big Chief geht ja vor.
Bitte, ich... Ist schon gut, mir ist eh schon der Appetit vergangen. Vierte Kurve. Gehst du halt gar nicht joggen? Warum wir hier in dem Lochhausen, anstatt in unserem Garten zu sitzen, weiß keiner. Weil wir von diesem Geschäft leben, zumindest ich. Leben. Ständig muss ich zuschießen. Kunden kommen ja doch keine. Nicke, bis jetzt hat's gereicht. Und wenn wir die Fashion City Packs reinkriegen, dann wird's mit dem Geschäft gleich wieder aufwärts gehen. Hoffentlich auch mit uns. Ich bin schon ganz oben. Wegen deinem Trainer, was? Was möchtest du denn wissen? Renate, schau. Ich will mich vertragen. Ja. Wenn ich jetzt eine blonde Frau sehe, schau ich demonstrativ weg. So ist es doch gekriegt. Was denn? Grüß Gott, sagt man, wenn man wo reinkommt. Was es kriegt? Die Einberufung. Na, recht so. Ja, wer Frau und bald auch Kind hat, der muss bereit sein, diese im Notfall zu verteidigen. Ne? So ein Blödsinn. Gegen wen soll er die denn verteidigen? Euer Land ist doch von jedem Gegner am Nullkomma nichts überrollt. Ja, genau. Zu uns kommt kein Feind. Unsere Feinde sitzen alle im Parlament. Du red nicht solche Sachen. Denk dran, dass dein Vater Politiker ist, nicht? Wann sollst du einrücken? Ja, bald, ne? Und wohin? Nach Baden, zur Artillerie. Dumm, aber kann man nichts machen. Ja, aber schuld bist du selber, mein Lieber, weißt du? Weil wenn du 10 cm größer geworden wärst, dann hätte ich dich bei der Garde unterbringen können, aber so. Ja, was kann ich denn dafür, dass ich nicht größer bin? Hab ich mich gemacht oder du? Moment, nicht frech werden, ja? Macht hab ich dich, aber wachsen ist selber müssen. Na gut, gehst halt nach Baden, nicht? Da kenne ich jeden. Oberst Dokopil, der wird dich nach der Grundausbildung in die Schreibstube setzen. Dein Oberst ist ein Brechmittel. Ja, genau, also ich rück nicht ein, ne? Mach auch keinen Zivildienst. Ich fahr nach Kanada oder Paraguay, irgend sowas. Ja, hör doch mit diesen Sachen auf! Eingerückt wird und basta! Das kannst du deinen Parteifreunden geben. Bevor ich einrück, hänge mich auf! Recht hat er. Du bist also eine verkappte Dunkelgrüne. Bist du ihm nicht nach? Er hat von Selbstmord geredet. Blödsinn. Ja, ich, der Schrötel, hängt sie doch nicht auf. Der redet vielleicht davon, aber er macht es nicht. Wir sind ja schließlich keine Japaner, bei denen alles hopp oder top gehen muss, oder sie machen Harakiri. Stimmt. Die Schreutels sind echte Lebenskünstler. Jawohl, das sind sie. Und wenn die ganze Welt zusammenbricht, dann schaut sie ja zu und sagt, wird schon nicht so arg werden. Stimmt, meine liebe Renate, genau das. Genau das sagen wir. Wir sind nicht so kleine Heferl wie ihr Deutschen. Bei uns heißt es immer, kommt Zeit, kommt Rat. Dann wird auch der Peppi ganz schön einrücken und seine paar Monate runterreißen, ne? Weil wenn der Herrgott nicht will, dann nutzt das gar nichts. Doch, schau her, steht schon in der Bezirkszeitung, das ist aber fesch. Was? Dass am 16. um 19 Uhr das Grätzlmuseum eröffnet werden wird. Da bin ich gespannt, wer da alle kommt. Ja, der Bezirksvorsteher bestimmt und, na, werden wir sehen. Ich nicht. Weil ich nämlich nicht hingehe. Damit noch mehr Gerede ist, was? Worüber wird denn geredet? Dass du was mit diesem verkappten Ex-Fußballstar hast. Das pfeifen schon alle Spatzen von den Dächern. Und? Du glaubst das? Das ist uninteressant. Aber mir schadet es. Im Bezirksamt dreht sich schon jeder noch mehr um und grinst mir blöd nach. Vor allem dieser Gneißer. Geredet wird viel in der Stadt. Ob es einen Anlass dazu gibt oder nicht. Also, warum keinen Anlass geben? Das heißt also, du hast was mit ihm? Geht der Herr Leitner auch zur Museumseröffnung? Eingeladen sind alle. Gut, dann gehe ich auch. Zufrieden? Du, was ist übrigens mit dem Garten von Herrn Kudaniak? Das ist mir wurscht! Spinnst du? Ich will jetzt mit meiner Rede anfangen. Was meinen Sie, Herr Bezirksrat? Selber schuld, wenn jemand kommt von den Bernhausen. Von mir aus brauchst du überhaupt gar nicht anfangen. Ja, wieso denn nicht? Jungs, wer sind denn Sie überhaupt? Ich bin der Silvester, sozusagen Kaiser Mühlen in Person, aber bin überhaupt nur zum Lachen hergekommen. Und warum? Weil alles nur zum Lachen ist, das Grätzlmuseum. So ein Blödsinn. Was wisst ihr überhaupt über Kaiser Mühlen, ha? Na, was wissen Sie? Alles. Alles, was man über Kaiser Mühlen wissen muss, weiß der Silvester. Der sitzt jeden Tag beim Chinesen und ist für ein Krügel Bier zu jeder Information bereit. So, das war's, meine Herren. Prost. Vierte. Dass es überall solche Miesmacher gibt. A
ein netter Mensch. Was, Franzi? Drum? Blim, blim? Blim, blim. Ja, ist was. Ja, ist Ihnen eingefallen, was ich unternehmen könnte? Sie wollten doch mit mir nach Ungarn an ein stilles Plätzchen am Plattensee, erinnern Sie sich? Und dass wir Deutschen viel lockerer sind, haben Sie damals gesagt. Hm? Also, ich lade Sie am Sonntag mit Ihrer Frau und Ihrer schwangeren Tochter zu uns nach Hause ein. Zur Versöhnung. Und wenn Sie jetzt nicht ein deutliches Wir kommen sagen, dann rede ich ganz laut über Ihre damaligen Absichten mit mir. Dass ich Zigeunermusik mag. Ja, willkommen. Alles klar. Also gut. Dann gehen Sie jetzt zu meinem Mann und schütteln ihm die Hand. Also los jetzt. Und wechseln Sie ein paar Worte mit ihm. Wie geht's denn immer so? Warum? Nur so. Er will sich wieder mit uns versöhnen. Ist das nicht nett? Okay. Na ja. Haben Sie morgen Zeit? Ja. Ich habe da nämlich eine Überraschung für Sie. Eine Überraschung? 15 Uhr bei uns? Ja, gern. Morgen um 15 Uhr. Schön haben Sie das gemacht, Herr Meierhofer. Wirklich. Sehr schön. Schön gemacht. Franzi Meierhofer, fleißig, stimmt. Gerne Lob von Frau annimmt. Danke. Ausstellung wunderbar. Nur wenig Leute da. Och, machen Sie sich nichts draus. Sie werden schon kommen. Hm. Ich glaube, wir kriegen den Garten. Am Montag geht's weiter, aber nicht in Kaisermühlen, ja, sondern im Prater. Also 7 Uhr Parkplatz, lustlos? Wollen Sie auch was trinken? Ja, aber ich bin nicht so sportlich wie Sie. Ich trinke einen Wein. Liebe Kaisermüller und Müllerinnen, ich sehe so viel, die nicht da sind. Schön, dass du entschlossen hast. Das zeigt, bei mir wird's dir gut gehen. Glaube ich auch. Na, so sicher. Wir zwei werden noch alt mit der Trafik. Du, ich hab irrsinnig viele Pläne. Wir machen aus dieser Trafik eine Goldgrube. Na, es wird uns zumindest nicht schlecht gehen. Gehen Sie hin. Franzi jetzt Trafikant. Weltbekannt. Tramweb bist jetzt keine mehr? 5 in Remise. Nicht mehr fahren. Jetzt Trafik. Wir wollen eh niemanden. Was, Bezirksrat? Wir enthalten sich der Stimme. Ich will von Politik nichts mehr wissen, weil was die Politiker leisten, das haben wir gesehen bei der Eröffnung vom Grätzler Museum. Keine 10 Leute haben die zusammengebracht, die Pfeifenstierer. Das geht jetzt nicht gegen Ihren Mann, Frau Schöttl. Ich habe das nur so gesprächsweise gesagt. Was ist ein Pfeifenstierer? Nein, der das Pfeifenrädel durchstierelt, der Putz reinigt. Na, und im Volksmund sagt man halt so zu einem, der nichts weiterbringt. Ein Versager? Na ja, so auf die Art halt. Also, gehen wir rein? Gern, ja, komm, bitte. Ich gesagt, jetzt wirst du schauen. So. Dann weiter, ja, danke. Schön ist da. Eine Pracht. Was, Bezirksrat? Und der Häuserl ist auch da. Gefreiste Bezirksrat. Und der Wasser. Winkerhörle. Nur weniger Leute. Ja, aber mein lieber Bezirksrat, jetzt werden wir sparen müssen, weil die Miete ist nicht billig. Dafür haben Sie doch die Möglichkeit hier zur Erholung. Und ich würde auch noch ein bisschen was anpflanzen. Wenn Sie irgendwelche Gartengeräte brauchen. Wollen Sie nur zu uns rüberkommen? Wirklich? Mhm. Es hätte nicht geglaubt, dass eine Piefke, dass eine Deutsche so nett sein kann. Und sagen Sie ruhig Piefke. Ich habe mich gewöhnt an die Freundlichkeiten hier. Aber wenn Ihnen das lieber ist, können Sie auch Renate zu mir sagen. Wie heißen denn Sie? Ja, Eberhard. Mein Vater hat es jetzt auch haben wollen. Eberhard ist wirklich kein schöner Name. Sagen Sie. Ich hätte lieber Gustl, Schüttl oder Helmerl geheißen, aber man hat mich ja nicht gefragt. Das wäre bei einem Wickelkind auch schwer möglich gewesen. Wickelkind, sagt man bei uns. Ach so, das hört sich aber auch komisch an. Ja, aber mein Vater hätte wissen können, dass Eberhard kein Name für einen Wiener ist. Ne? Schön ist das. Mhm. Wir sitzen da wie in der Auslage und streiten uns blöd um und dumm. Scheißlich ist das. Ungut. Ganz vielleicht mir ist das recht. Aber irgendwo müssen wir einmal miteinander reden.
bitte, wenn Ihnen mein Garten nicht gefällt, dann gehen wir ins Haus. Ja, wir müssen ja überhaupt nicht miteinander reden. Dann müssen wir überhaupt nicht reden. Hauptsache ist doch das hier eben, damit endlich die Gerüchte und Redereien aufhören. Die Herren, derer steht nie auf, das kannst du mir glauben. Wegen so Lächerlichkeiten. Wir sind doch erwachsen, jeder kann tun, was er will. Aber nur, wenn er genügend Hirn da drin hat. Geht das schon wieder los? Halt, kann man auch was sagen. Warum soll er denn die Pappen halten? Der Peppi ist erwachsen und kein Kind mehr und ich auch nicht. Sei nicht so frech zum Herrn Scheutl, Herrs. Er hat doch gerade die Frau Scheutl gesagt. Ja, das ist doch wurscht. Niemand ist erwachsen, da der Arsch gehört euch aus. Jetzt bremst du aber ein, Rudi, ja? Warum soll ich mich auf einmal einbremsen? Müssen Sie so schreien? Nein. Eben. Ah, aber der Frau Scheutl bist ruhig, was? Sie. Ich glaube, es ist besser, wir gehen rein. Kommen Sie wie immer. Warum sind wir ein? Du auch, Claudia. Scheißgürtel. Ich geh ja. Du bleibst sitzen, Herrgott, noch einmal. Na, ist das nicht wieder ganz typisch? Kaum will man ernsthaft über etwas diskutieren und reden, haben sie es über die Häuser. Und sie haben es wirklich lebenslänglich mit Frauen geschlagen. Ja, die Welt nicht viel schöner ohne sie. Zumindest friedlicher. Ha, ha, ha. Was kommt dir da zum Lachen vor, du Trottel? Nix. Wir Alten reißen uns für euch an, für euch Baumgarten und planieren alles. Und es spritzt zueinander, wie die freiwillige Feuerwehr wütend in der Gegend. Und wer kann dann wieder alles ausgleichen und sich eine saure Wiesen schimpfen lassen? Wir, die depperten Väter. Genau. Die habt keine Kinder gemacht, oder? Aber mit Verstand, du faule Frucht. Jawohl. Mit Verstand und erst nachdem wir schon konditioniert waren. Genau. Aber trotzdem war das ein grober Fehler. Weil was haben wir uns für Kinder gemacht? Zornnägel haben wir uns gemacht. Das, naja, aber jetzt weht bald der andere Wind. Lieber kurz oder lang landest du beim Bundesheer und die werden deine Wahlen schon für ihre Richtung. Jawohl. Danke, also ich schlag vor, dass wir jetzt auf unsere Versöhnung was trinken. Ja, ich hol uns einen Flascherl. Ne? Haben wir schon. Ich hab was gescheit. Na, ist wieder Ruhe eingekehrt. Man muss sich nur zusammenreden. Jetzt verschlagt sich die Rede, gell? Zwei vernünftige Männer miteinander reden. Was ist denn das für einer? Ist das meiner? Ja, gescheit. Warte mal. Du bist geil. Ja,